Der schwere Unfall von Sophia Flörsch überschattet das Weltfinale der Formel 3er in Macau. DFB-Vizepräsident Rainer Koch irritiert Joachim Löw mit einer Aussage über Leroy Sane. Gleichzeitig muss der Bundestrainer um den Einsatz von Marco Reus gegen die Niederlande bangen. In der Nation League besiegelt England mit einem Sieg den Abstieg von Vize-Weltmeister Kroatien. Sport 1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für ihren Sporttag komprimiert zusammengefasst. Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit, das ist passiert, Horrorunfall überschattet Formel-3-Weltfinale. Die deutsche Rennfahrerin Sophia Flörsch verunglückt beim Weltfinale der Formel 3er in Macau schwer. Die 17-Jährige schlug aus noch ungeklärten Gründen zunächst in eine Leitplanke und wurde anschließend mit ihrem Boliden meterweit durch die Luft geschleudert, ehe sie in einen Begrenzungszaun einschlug. Mit einer Fraktur an der Wirbelsäule wurde sie anschließend ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie sich einer Operation unterziehen muss. Inzwischen gab Flörsch via Twitter zumindest leichte Entwarnung, DFB-Vizepräsident irritiert Löw mit Aussage. DFB-Vizepräsident Rainer Koch erklärt im Check 24 Doppelpass auf Sport 1, dass Leroy Sane nicht aus sportlichen Gründen bei der WM gefehlt habe und irritiert damit Joachim Löw. Angesprochen auf die Behauptung zeigte sich der Bundestrainer auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen die Niederlande irritiert. Rainer Koch hat mich nie gefragt nach der Ausbotung und ich habe ihm auch nie eine Antwort gegeben, sagte er. Reus droht Ausfall gegen Niederlande. Die deutsche Nationalmannschaft bangt vor dem Klassiker gegen die Niederlande um den Einsatz von Marco Reus, der noch immer an den Folgen einer Fußprellung leidet. Dagegen steht Linksverteidiger Jonas Hector für den Nations League-Abschluss wieder zur Verfügung. England besiegelt Kroatien Abstieg. Kroatien ist in der Nations League abgestiegen. Der Vize-Weltmeister verlor sein abschließendes Gruppenspiel gegen England trotz zwischenzeitlicher Führung mit 1:2. Messi Lingard 78. und Harry Kane 85. drehten die Partie innerhalb von 7 Minuten zugunsten der Gastgeber. Für Kroatien traf der Hoffenheimer Andrej Kramarik. Van Gerwen scheitert im Halbfinale. Michael van Gerwen scheidet beim Grand Slam of Darts im Halbfinale aus. Der Titelverteidiger verlor sein Match gegen Gary Anderson mit 12:16. Damit trifft der Schotte im Endspiel auf Gerwin Preis, der sich gegen Mensur Suljovic durchsetzen konnte. Das passiert heute. Dell, München möchte Boden auf Mannheim gut machen. Die Adler Mannheim sind Tabellenführer in der Dell und haben beim Tabellendritten ERC Ingolstadt, Dell ERC Ingolstadt, Adler Mannheim ab 19 Uhr im Live-Ticker eine knifflige Auswärtsaufgabe vor der Brust. Meister München möchte im bayerischen Derby gegen die Straubing Tigers Dell EHC Red Bull München, Straubing Tigers ab 16:30 Uhr im Live-Ticker, vorlegen und den Rückstand auf die Kurpfälzer wieder verringern. Tennis. Zverev im Endspiel beim ATP-Finale. Alexander Zverev spielt als erster Deutscher seit Boris Becker vor 22 Jahren um den Titel beim ATP-Saisonfinale. Nach seinem Halbfinaltriumph gegen Roger Federer trifft Zverev im Endspiel auf den Serben Novak Djokovic. Tennis ATP-Finale. Alexander Zverev, Novak Djokovic ab 19 Uhr im Live-Ticker. Schweiz will Belgien Gruppensieg streitig machen. Die Schweiz will mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Belgien, Nations League, Schweiz-Belgien, ab 20:45 Uhr im Live-Ticker noch auf Rang 1 klettern und sich damit für das Final vor der Nations League qualifizieren. Im Hinspiel mussten sich die Eidgenossen beim 1:2 gegen den WM-Dritten allerdings knapp geschlagen geben. Belgien reicht dagegen bereits ein Unentschieden, um den ersten Platz endgültig zu sichern. Das müssen Sie sehen. Darts, wer holt sich das WM-Ticket?
In der Bild Super League Darts kämpfen 8 deutsche Dartsasse um den Titel. Der Sieger des Turniers sichert sich das Ticket für den Start bei der PDC-WM in London im Alexandra Palace. Ab 17 Uhr, live im TV auf Sport 1 und im Livestream, stehen die Halbfinals und das Finale im Maritim Hotel Düsseldorf auf dem Programm NHL, New York Islanders Dallas Stars, die stärkste Eishockeyliga der Welt, live auf Sport 1 US. Der Pay-TV-Sender überträgt in der Spielzeit 2018-19 bis zu 150 Partien live, darunter als krönenden Abschluss alle Begegnungen der Stanley Cup Finals im Best-of-7-Modus. Ab 19 Uhr, live im TV auf Sport 1 US und im Livestream, kommt es zum Duell zwischen den New York Islanders mit Tom Kühnhackl und den Dallas Stars. Darts Finale beim Grand Slam of Darts. Als einziges Turnier des Jahres treten beim Grand Slam of Darts traditionell Spieler der beiden Verbände PDC und BDO an. Im großen Finale treffen, ab 20 Uhr live im TV auf Sport 1 und im Livestream, Gavin Price und Gary Anderson in Wolverhampton aufeinander. Das Videoschmankerl des Tages: Nervenschlacht im ersten Viertelfinale der Bild Super League Darts. Der erst 17-jährige Nico Blum zeigt ein Monster-Finish und behält dann die besseren Nerven.